Riesenjubel gestern bei den Fußballern, Funktionären und Fans der Austria Klagenfurt. Mit einem 4:1 Heimsieg gegen Parndorf schafften die Klagenfurter den Aufstieg in die erste Liga. 7 Jahre nach dem Abstieg des FC Kärnten hat Klagenfurt damit wieder einen Erstligaklub. Kurz nach 22 Uhr steht der Aufstieg für die Austria fest. In der Kabine brechen endgültig alle Dämme. Es war der Tag, den wir alle nie vergessen werden. Am 9. Juni hat die Austria in der Verlängerung gegen Parndorf den Traum wahrgemacht. Die Violetten sind zurück im Rampenlicht des österreichischen Fußballs. Trainer, der Erfolgstrainer Mani Bender, was sagt man nach diesem Spiel? Ja, das war nochmal, ich glaube, das Sahnehäubchen auf dieser, sage ich mal, schon überragenden Saison, was wir gespielt haben. Dass wir es jetzt natürlich nur auf die Spitze treiben mit Verlängerung und alles, ja, das, sage ich mal, das wäre mir lieber gewesen, wir hätten es früher entschieden, aber Parndorf, muss ich schon sagen, die waren schon extrem stark heute. Es war der Höhepunkt einer fantastischen Saison. Aber nun alles der Reihe nach. Mit 8 Punkten Vorsprung ist die Austria in das Frühjahr gestartet und konnte auch so manche Rückschläge in der Schlussphase der Regionalliga wegstecken. Ganz bitter der Ausgang im Spitzenspiel bei Vorwärts Steyr. In der 92. Minute dieser Siegestreffer für die Oberösterreicher. Rade Cokic hat wieder einmal zugeschlagen, der Topscorer der Liga. Der Schuss von Rade Cokic trifft die Austria mitten ins Herz. Endstand 2:1 für Vorwärts Steyr. Damit wird es noch einmal spannend in der Meisterschaft. Der Gegner wie Blau-Weiß Linz rechnet sich plötzlich wieder Chancen aus. Und genau in diesen Momenten ist die Austria zur Stelle, zeigt Moral und Charakter. Dem Spiel bei Blau-Weiß Linz gewinnt die Austria mit 2:0 durch den Treffer von Dominik Kirschner und durch Patrick Eller. Ein wichtiger Sieg, damit ist klar, die Austria steht fix in der Relegation. Mit dem 3:0 gegen Karlsdorf wird dann auch der Meistertitel in der Regionalliga fixiert. Nach dem Schlusspfiff brechen alle Dämme am Spielfeld. Auch in der Kabine wird der Titel gefeiert. Im letzten Heimspiel gegen Wallern wird der Meisterteller übergeben. Danach geht es um alles oder nichts, die Austria in der Relegation gegen Parndorf. Bereits in Parndorf sind die Austria-Fans wie ein Fels hinter der Mannschaft gestanden. Und Reiko Repp konnte mit ihrer Unterstützung den wichtigen Auswärtstreffer erzielen. Nach dem 1:2 in Parndorf folgt das hochdramatische Finale in Klagenfurt. Der 9. Juni wird in die Geschichte des Klagenfurter Fußballs eingehen. Philipp Mitrovic schwört die Mannschaft Grüße. Auf das Spiel der Spiele ein. Und dazu mache ich heute hier. Wir haben das ganze Jahr hart gearbeitet für das. Große Spieler werden wir in so eine Partie. Ich will von Anfang an sehen, dass jeden einzelnen Meter läuft. Für jeden. Es gibt ja heute gibt es kein Bereuen. Heute muss man den letzten Meter anlaufen. Pass auf, wir haben das Glück gehabt. Die waren Zweiter, die waren Erster.
Meister also, die waren Zweiter, die haben das Glück, dass sie überhaupt hier spielen dürfen. Also zeigen wir denen, warum wir überhaupt das schaffen sollen, dass wir aufgekommen, weil wir Erster waren und wir Zweiter. Ich will von Anfang an das sehen. Herz am Platz lassen und zeigen von Anfang an, wer wir sind. Oh, nach dem 1:0 durch Patrick Ehler in Minute 26 läuft alles nach Plan. Die knappe Führung würde bereits reichen. Doch als sich die Austria bereits am Ziel wähnt, entscheiden die Schiedsrichter nach diesem Foul von Christian Prafter auf Elfmeter für Parndorf. Sascha Steinacher schießt sein Team 7 Minuten vor Schluss plötzlich in die erste Liga. Doch Prafter selbst bügelt seinen Fehler wieder aus. 85. Minute, 2:1 für die Austria. Es geht in die Verlängerung. Ein kurzer Moment ist alles stillgestanden. Und ja, ich kann nur sagen, es ist einfach nur schön, dass wir das noch gedreht haben. Die Austria zeigt sich in der Nachspielzeit cleverer und effizienter. Marco Duschak sorgt in Minute 105 für die Vorentscheidung zugunsten der Violetten. Endgültig alles klar macht dann Antreiber Reiko Repp mit dem Elfmetertreffer zum 4:1. Zweite Liga ist hier. Willkommen, zweite Liga. Danke Fans, danke Austria. Einer der Helden ist auch Torhüter Filip Dmitrovic. Er bewahrt die Austria mehrfach vor dem Aus. Ich war ganz motiviert, weil bei so einer großen Partie zeigst du, ob du ein großer Tormann bist und so. Und ich hoffe, ich glaube, ich habe es gezeigt. Die Austria ist in der ersten Liga angekommen und bereits in der Vorbereitung geht es gegen Top-Teams wie Schalke 04. Und dann aufgepasst, Patrick Eller mit dem Zuckerpass auf Reiko Repp und das lässt er sich nicht entgehen. Und Reiko Repp macht etwas, was man nur selten in seiner Laufbahn schaffen kann. Ein Tor gegen Schalke 04. Die Vorstellung der Austria kann sich mehr als sehen lassen, auch wenn das Spiel mit 1:3 verloren geht. Top motiviert geht es in die erste Liga und bereits der Auftakt gegen Liefering wird zum Kracher. Hochkonzentriert aus dem schönsten Fußballstadion Österreichs, das also ab sofort wieder ein regelmäßiger Schauplatz im Profifußball ist. 2500 sehen einen perfekten Start des Aufsteigers gegen den Vorjahresvizemeister FC Liefering. Und dann dieser Freistoß und die Führung zum 1:0 gespielt zu diesem Zeitpunkt. Etwas mehr als 2 Spielminuten gut postiert. Und es geht in einem Tempo weiter. 3 Stationen, 7 Minuten gespielt und es steht 2:0 mit dem Zuspiel auf Ehler, der alleine vor Arti sensationell souverän nach 19 Minuten 3:0 für die Austria aus Klagenfurt. Und wie es geht, eingewechselte Zachhuber auf Reiko Repp, den zweiten Slowenen und der mit dem letzten Treffer. 79. Minute, 4:0 auch Repp, der 25-jährige Slowene. Trifft also erstmals in dieser Liga. Repp, ein heißer Kandidat für einen Wechsel. Auch bei ihm gibt es Interesse aus dem Nahen Osten, aber vorerst bleibt er in Klagenfurt. Die Austria sorgt als Aufsteiger für jede Menge Überraschungen. Besonders beeindruckend das 5:1 gegen Kapfenberg. Der Ball marschiert da durch, keine Chance für Christoph nicht. Das 1:1 über die starke linke Angriffsseite. Zachhuber mit der Reingabe und dann das Eigentor. Ebenfalls von einem neuen Mann im Spiel. Manuel Haas ist in die Partie gekommen. Der sollte eigentlich die Defensive der Kapfenberger verstärken und trifft dann auf kuriose Art und Weise ins Tor. Wieder ging es über links und dann diese Aktion von Marco Sanek. In der Schlussphase zerfällt dann die Kapfenberger Defensive immer mehr. Dann gibt es auch Schmankerl wie diese und Treffer wie diesen hier. Nein. In der Defensive der Steirer. Das ging da schon alles viel zu einfach. Und dann auch noch das Tor für Patrick Ehler. Der tanzt sich hier durch den Strafraum und stellt den 5:1 Endstand her. Die Austria sorgt für die Wiederauferstehung der Festspiele am Wörthersee. Unvergessen auch das 2:2 gegen den Titelfavoriten LASK Linz. Reiters energischer Antritt und sein Auge für den freien Raum. Auch die Übersicht von Kerche
ist verantwortlich dafür, dass Sobe dann in die ideale Abschlussposition kommt. Die Klagenfurter kontern wie aus dem Bilderbuch und haben dann auch noch Patrick Ehler, der diese Chance dann eiskalt verwertet. An die Kärntner, Fabian Miesenböck tankt sich dynamisch durch die Linzer Abwehr rein. Und dann ist Dominik Pürk Heimteam in Minute 57. Miesenböck jubelt über seine gelungene Vorarbeit. Das Tor gehört natürlich auch zu einem guten Teil ihm. Er kann dann nicht vom Ball getrennt werden. Der Treffer wird aber klarerweise Dominik Pürker zugeschrieben, der da auch davon profitiert, dass Ranskl in dieser Szene Perwan irritiert. Der eingewechselte Fabiano steigt unwiderstehlich hoch und bezwingt Mitrovic. Wallner kann Fabiano nicht mehr entscheidend stören. Und somit gelingt dem LASK ein alles in allem verdientes Comeback in einem echten Topspiel. Erst in der Schlussphase der Herbstmeisterschaft werden die Kräfte weniger. Die Austria geht als Siebter der SkyGo Erste Liga in die Winterpause. Zurückbleiben Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten werden. Wir hoffen auf viele Jubelszenen 2016.